lieber Gregory Perelman. Seit ein paar Jahren verfolge ich in der Presse, wie Sie sich gegenüber den akademischen Ritualen und Zumutungen, Preisgeldern und Auszeichnungen verweigern. Leider sind meine mathematischen Kenntnisse zu gering, um jemals Ihre Forschung begreifen zu können. Dennoch gibt es einen Punkt, der mich als Künstlerin interessiert. Der Denkraum als Ort der Schönheit. Ich stelle mir vor, dass das Denken in der Mathematik von höchster Abstraktion ist, ein Zustand der reinen Selbstvergessenheit, der vollkommenen Freiheit. Ihre selbstlose Haltung gegenüber Macht, Geltung und Reichtum hat dabei etwas Erlösendes und ist geradezu deckungsgleich mit der Selbstvergessenheit ihres Denkens. Das größte Glück, welches vorstellbar ist. Sehr geehrte Frau Neugebauer, ich denke, dass die Schönheit das entscheidende Kriterium für Mathematik ist, so wie in der Musik oder in der Kunst. Aber das Verständnis von Schönheit